Okay, dann wollen wir doch hier noch mal weitermachen. So, jetzt als nächstes sind wir wohl auf den Weg schon zu Schloss Kranz wieder und können ja jetzt durch diese Nebelwand dadurch, also durch diesen Giftnebel, der dort normalerweise auch in der Wüste im Originalspiel war, den haben wir jetzt vertrieben. Allerdings, also eine Sache, die ich jetzt noch mal kurz schauen wollte. Ich will jetzt noch mal probieren, ob wir jetzt diese Sidequest mit dieser Rechnung vielleicht abschließen können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier überhaupt noch mal hier reinkommen. Angeblich hat man unser... Vielen Dank für deine Hilfe. Okay, vielleicht kriegt man das ja wirklich noch hin. Jetzt kann ich nach Hause gehen, vielen Dank. Bei dir bin ich wieder ein Mensch. Ich bin ja so dankbar, dass du diese grässliche Frau und ihren Sohn unschädlich gemacht hast. Ja. Aber wir wollen natürlich immer nach oben. Aber die werden wir auch mal zurückfahren. Das müssten doch jetzt hier eigentlich. Gesegnet seist du. Dank dir bin ich wieder ein Mensch. Müssten die nicht diese Frauen hier sein, oder sind die alle fort? Nein, warum musst du mich zu verrückt behandeln? Jetzt, wo ich endlich in der Realität entfliehen konnte. So. Finanzen? Keine Chance. Du liegst voll falsch. Rede mal mit Priscilla. Eine Rechnung für mich? Für mich? Habe ich etwas gekauft? Du willst, dass ich aus unserem Finanzbudget zahle? Dafür bin ich nicht zuständig. Ich glaube, du musst mit Bridget reden. Ja, geht das wieder los? Oh ne. Dann kommen wir noch Gegner. Okay. Aber vielleicht sind ja jetzt oben noch mal andere. Das waren wahrscheinlich die zwei, die original da mal waren. Hast du irgendein Problem? Achso. Woher war ein echter? Okay. Der Typ mit dem Molchtick ist nach Isch gegangen. Was willst du denn? Ich bin beschäftigt. Die Finanzabteilung, damit habe ich nichts zu tun, fragt Priscilla. Okay, dann so klappt das wohl nicht, ne? Ja, also ich weiß nicht, was man da machen muss. Die scheinen einen nur zu verarschen. Oder vielleicht muss man der einen, die jetzt sagt, ja, du musst nach Isch gehen, irgendwas machen und der, dem man diese komische Speise oder was auch immer da übergeben will. Da kann man ja auch ja oder nein sagen, es passiert einfach nicht. Also, wie schon gesagt, vielleicht würde durchaus Sinn machen, dass er das Spiel hier vielleicht verarscht, weil er sagt, ey, wir haben dir doch vorhin 10.000 sozusagen von den eingegeben. Warum hast du die nicht einfach behalten? Ja, das war halt der Nachteil, wenn man ehrlich ist. Wobei ich ja auch gesagt habe, im Prinzip. Ja, schon okay. Wobei man ja auch ehrlicherweise sagen muss, dass uns jetzt das Geld auch nicht so viel hier bedeutet oder wert ist. Ne? Das haben wir ja gesehen, dabei, wie schon gesagt, diese ganzen Waffen und Rüstung und so weiter nicht wirklich kaufen müssen. Wenn man halt so ein kleines Upgrade macht, dann kostet das halt mal 50 oder so, aber das ist ja jetzt kein Riesenproblem. Dieser Weg müsste dann ja eigentlich Richtung
Süden wieder gewesen sein, oder? Hier auf den Maps sieht man das ja wahrscheinlich leider wieder nicht. Altar der Zeit, da war zumindest diese Wüste Minuskanone. Stadtschaft. Ja, warum man die Kanonennummer noch nicht benutzen kann, weiß ich natürlich auch nicht. Hütte am Wasserfall, das muss doch nah an Schloss Kranz gewesen sein, oder? Ja. Na gut. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Oder war es im Norden? Ja, aber also nach Norden ging dann da, denke ich, irgendwo mal ein Weg, aber... Ja, wir werden schon wieder finden. Eigenes Material könnte sein. Na gut, na gut. Ich habe gesagt, ich denke irgendwie hier im Nordosten oder so. Ah, Miasmatal, genau. Sind ja mal aggressiv drauf hier. Was für eine. Weil da brauchst du vielleicht wirklich fast was Schnelles. Wir können natürlich mal schauen. Die sind wahrscheinlich, schätze ich mal, am App anfälligsten gegen. Oh, schlagen sogar? Oh. Achso, dann müssen wir bei dir bestimmt hier ganz nach hinten, ne? Ja, anfällig gegen Schlagen. 16 Erfahrung, also gar nicht mal so wenig. Ja, weniger als 10. Ich meine, es geht ja relativ schnell davon, ein paar zu besiegen. Okay, da erhöht der Angriffskraft hier. Aber die natürlich weg wie nichts. Au. Moment. Gar nicht, ja. Natürlich. Palmenholz. Achso, und ich habe mir jetzt auch nochmal überlegt bezüglich diesen Waffen und Rüstungen und so weiter. Also bei den Rüstungen werden wir hier vielleicht mal so eine Sache machen, wo wir so ein hohes hier nehmen und das dann weiter verbauen. Bei den Waffen bin ich mir jetzt echt nicht ganz sicher, ob wir vielleicht einfach die, wo wir jetzt schon so ein bisschen was haben und was auch einsetzen können, vielleicht das dann einfach schon mal mit solchen Gemüse hier weiter verbauen.
oder uns einfach nur eine starke Variante raussuchen zum Umschmieden. Ich weiß nicht, also ich denke mal nicht, dass wir lang genug in dem Sinne spielen und grinden werden, dass wir dort wirklich so eine starke Sache uns rausholen und das dann auf plus 30 bringen oder irgend so ein Quatsch. Also ich denke, das wird einfach, da wird auch einfach zu wenig Unterschied dann sein. Ah, man landet wieder hier, okay. Definitiv nicht schön in der Nacht hier zu kämpfen. Das heißt, wenn man hier wieder rüber geht. Moment mal, ging es jetzt hier auch nach oben? Ja. Ich wollte nicht hier rüber und dann wäre man ja zu dem einen Teil da wieder, zu dieser einen Truhe, denke ich, gekommen. Wenn wir hier jetzt Richtung Süden gehen, dann müssen wir da unten irgendwo rüber. Hier vielleicht? Ah, genau. Noch ein Bonbon, ja, wirklich albern. Na gut. Also klar, wenn man unbedingt will, kann man sich das natürlich da alles farmen und so weiter, aber ich denke mal, das ist einfach nicht notwendig. Ich meine, solche Gegner hier nerven natürlich, die nur gegen solche Zauber anfällig sind. Einmal noch Zufall, wir könnten natürlich. Zwei Abwehr, zwei Geschick. Okay. Der einiges an Magiepunkten. Ja, wir könnten natürlich mal noch unseren Klassenaufstieg, wenn wir jetzt eh schon fast hier Richtung Lord Boss Borgkranz wieder gehen sollen. Wenn die hier ganz ordentlich Erfahrung soweit, dass man, das gibt's doch gar nicht, geben, wäre das ja sicherlich gar nicht das Allerverrückteste, das mal zu probieren. Ich habe jetzt mit Augen zugedrückt. Hey, dann klappt's. Sollte ich vielleicht häufiger mal machen. So ein bisschen Gerangel gegen diese Gegner hier, aber naja, das ist dann ganz okay.
wahrscheinlich noch schlechter wie der Stein. So, und jetzt brauchen wir nämlich tatsächlich sogar noch den Magier-Upgrade. Das heißt, wir werden sogar ein bisschen Intelligenz zwangsläufig bekommen. 5 Stufen brauchen wir hier noch und dann sind wir durch. Also, sind wir durch, dann haben wir unseren Maximalrang erreicht. Und können natürlich trotzdem noch die normalen Level-Ups machen. Goddammit. Das haben sie halt auch toll gemacht, dass er hier natürlich einen Schaden machen muss. Wenn die ganze Zeit die Gegner mit seinem Müll da blockiert. Das nehme ich natürlich mal auf. Was machen wir damit? Vielleicht denke ich mal ein bisschen besser, wenn uns in Ruhe lässt. Gut, 300 Erfahrung. Ja. Aber vielleicht kriegen wir damit auch noch ein paar Materialien. Das ist, denke ich, auch anfällig gegen Punches, ne? Ja. Übelst surrounded. Okay, wenn man es so macht. Ich kann mal jetzt so ungefähr den Dreh hier raus. Vielleicht, was diese Büst machen, das ist einfach Angriffszauber oder sowas. Was diese komischen Münzen machen, wo defensiven Zauber. Hm.
Nochmal. Also wir werden tatsächlich mehr Magiepunkte als LP bekommen, was interessant ist. Also da hat uns random tatsächlich ganz schön viele Magiepunkte gegeben. Halt nur leider keine Intelligenz dazu. Wenn um verheilt sauber zu wirken, ist es ja okay. Lässt das steckt auch noch mal ein bisschen auf hier. Gut, wir hatten von schon Seide und ähnliches und Samen auch. Also. Egal. Ich weiß nicht, ob es von der Falle abhängt. Da bekommen wir ziemlich häufig Honig. Oder ist es jetzt das Heilobjekt? Honig-Elixier. Nein, was macht denn Honig dann? Das ist dann ein Samen, das ist ja Quatsch. Nee. Honig. Karabinenhonig. Dann ist das womöglicherweise sowas, was man da irgendwo wieder eintauschen kann oder so? Mhm. Na gut. Honig, ja. Ich weiß nicht, ob das da war, aber es scheint mir fast so, ne? Oder scheint auch immer diesen. Hm.
ist natürlich jetzt schön gemacht, ne? Schön gerandet. Also ein bisschen überlegen, wenn wir den höchsten Rang haben. Ich denke, wir könnte sich jetzt überlegen, was man dann für Level-Up-Typen nimmt. Aber ich denke, wir machen uns vielleicht einfach einen Spaß und nehmen dann einfach nur Zufall. Ab da. Und lassen wir so ein bisschen das Glück entscheiden, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob dieser Elementartyp gegen die jetzt besonders gut ist, offensichtlich nicht, aber der meistens sind das jetzt zu behalten, wenn wir uns damit hängen können. Könnten wir jetzt theoretisch auch nochmal schnell schauen, um das ist ein Wind. Ah, dann müssten wir wahrscheinlich, damit das Sinn macht. Ja, das kann man sogar selber dann so ein bisschen herumfliegen lassen. Da müssten wir auf jeden Fall die Sache ausrüsten, die uns mehr Intelligenz dazu gibt. Dann könnte man sozusagen auch noch diesen, naja, zum Beispiel den Elementargeist ja noch ein bisschen aufleveln, dass man mehr Schaden macht. Aber da haben wir ja gesehen, selbst mit den Waffen, da bekommt man schon relativ selten Level-Ups dazu. Das ist ziemlich randommäßig irgendwie, aber halt auch nicht so häufig. Das wird halt einfach Angriffsmagie nicht so wirklich unsere Geschichte bleiben. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Intelligenz hilft ja trotzdem, wenn wir doch mal wieder Gegner haben, die wir nur damit besiegen können. Also, wir sehen ja, wir benutzen jetzt die ganze Zeit hier, also das Schwert haben wir von Anfang an sehr viel benutzt und jetzt hier diesen Schlagring hier. Ich sag mal so, das dauert schon eine Weile, bis man da. Ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich, denke ich, wirklich bis 99 oder sowas. Aber das wird wirklich kein Mensch machen. Okay, jetzt haben wir sogar auch beim Steinquader mal 100 bekommen. Okay. So. 3 zu 5, ne? Genau. Ja. Fällt hier draußen gerade so ein Hund rum. Aber ich weiß nicht, ob er den gehört hat. Ja, ein einziger Level-Up noch, dann. Wie schon gesagt, haben wir erstmal unseren Höchstrang dann dort erreicht und dann kann ich dann nochmal weitermachen hier. Ja, also dieser Waffentyp gefällt mir eben durchaus. Er hat natürlich so ein bisschen diese kurze Reichweite. Er geht halt schön schnell damit. Thank you.
50 und 60 reicht auch aus, okay. Ja, offensichtlich. Ich wusste, lässt er doch zaubern können, oder? Hat er nicht? Nein, nehmen wir mal kurz. Na gut, ich. Also, er hat einen Geist Stufe 15. Komisch. Gegen Maschen. Okay, wir haben es geschafft. Neue Klasse. Ninja plus Zielen geht, steigt auf plus 10, das war nicht plus 5, ne? Crit plus 20, Ausweichen plus 20 und Feuer, Wasser, blablabla. Und kann man hier nochmal lesen. Feuer, Wasser, Wind, Erde, Magie, Angriff plus 10. Das wird jetzt hier rechts nicht angezeigt, aber gut. Das sind halt mal so ein paar Attribute, die man sonst nicht unbedingt so leicht dazu bekommt. Und daher, das ist halt mal eine ganz schöne Sache. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch nochmal diesen... Ja, theoretisch müsste er jetzt noch eine Falle mehr hier entfernen. Ne? Von uns waren es, denke ich, 2 oder manchmal sogar 3. 3 waren es auf jeden Fall mindestens. Na gut. Geht mal ein, zwei Level hier dazu bekommen mit dem Teil hier. Ja. Mit dem Lichtgeist, das ist halt am sinnvollsten, weil der einen halt heilt, ne? Oh. Okay, geht's noch mal in der Höhle rein hier. Ja? Ziemlicher Schwung hier von 30 auf 36 gleich mal. Kaskadengrotte.
Dagegen bist du offensichtlich nicht sehr anfällig. Wahrscheinlich nicht unbedingt anfällig, aber funktioniert das mal. Du bist dagegen auf jeden Fall anfällig, weil du bist eine Blume, da müsste dann. Schauen hier. Killerblume, natürlich anfällig dagegen, habe ich schon gedacht. 192 von denen haben wir besiegt. Okay, und du bist was Neues. Hätten wir auch rückwärts gehen sollen. Freak, okay. Stachelglotzer. Ja, Schwert ist normal, das haben wir uns gedacht. Und bei dir ist nicht immer wirklich Mond zum Beispiel gut. Ja. Ja, gut. Was heißt, hier drüben ging jetzt extra auf, ne, irgendwie. Dann gehen wir erstmal hier rein. Aber es könnte sein, dass vielleicht das die andere Seite ist, dass es dort möglicherweise nur diesen Gegenstand gibt. Also nur. Natürlich schön, aber. Lästert uns mal mit was sinnvollen Gehäuben. Okay. Das ist auch einfach nur egal, wo wir lang gehen. Wir schaffen es trotzdem noch, eine Falle zu treffen. Wie kommen wir denn dahin? Scheint ja irgendwie im Süden zu liegen. Also südlich von hier oben wieder. Achso, man muss hier hochspringen, ne? Okay. Kranzeisen, ich nix hat man aber auch schon immer. So, wir bräuchten auch nochmal ein Level up wieder. Das ist mal schön voll zu heilen hier. Ja, gut. Hier sind wir ja irgendwie runtergesprungen, ne? Dann wollen wir mal vielleicht lieber wieder nach oben gehen. Thank you.
hast natürlich immer in der falschen Richtung. Hier könnte es anders sein. Du bist auch ein Insekt. Okay, schlagen jetzt aber gut gegen dich. Kürbis. Hä? Gegen Schlagen ist er unverwundbar? Sieht doch nicht so aus. Ah ne, wir haben ja jetzt Schlitzen. Okay. Das ist dann nicht so gut. Na gut, kann ich andauern wegen jedem einzelnen Zwischengegner jetzt hier rumswitchen. So. Jetzt die Frage, vorhin sind wir hier runtergesprungen. Wir bleiben mal hier oben. Ja. Es könnte Mond sein. Wir gehen erstmal den anderen Weg lang. Hochfliegen, dann können wir euch nicht treffen. Okay, das passt doch, aber dann müssen wir jetzt sicherlich. Durch diese Mond-Ding dadurch. So, das heißt, wir gehen erstmal zurück hier. Ich gehe mal davon aus, dass es Mond ist. So, wie schon gesagt, wir sind jetzt im Prinzip durch. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, hier noch mehr Intelligenz. Wir könnten uns natürlich jetzt auch explizit hier Angriffskraft geben. Oder hier brauchen wir halt zum Beispiel auch relativ viel HP. Würde wahrscheinlich fast mit am meisten machen. Oder mehr Abwehr. Kann man natürlich auch machen. Ja, wir könnten jetzt sozusagen diese beiden hier mal so ein bisschen abwechseln oder so. Oder wir könnten halt, ja, aber ich denke, sag mal so, wir bleiben einfach mal bei Zufall und schauen mal, was passiert. 4, 4, 2 Abwehr, 1 Intelligenz, 1 Weisheit, ist auch okay. Also, Zufall ist halt die einzige Möglichkeit, wie man nicht mehr geschickt bekommt, was es, denke ich mal, bei uns jetzt schon so hoch ist, dass es auch nicht unbedingt sein muss. So, gibt nochmal das Ding. Gehen wir davon aus, dass das hier Mond ist. Ja. Das ist ja echt eigentlich gar nicht mal so schlecht von der zum Zaubern her, diese Waffe. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich gedacht, da ist jetzt irgendwas, was uns da weiterbringt, aber nein. Das sehe ich erstmal nicht.
weiß nicht, ob ich explizit etwas. Also ich glaube nicht, dass wir dort einfach irgendwie was anderes machen. Vielleicht ranken wir uns immer wieder nach. Gab es jetzt wirklich noch einen anderen Weg weiter vorn? Weil dass wir vorhin versucht haben, diese eine Truhe zu bekommen, aber das muss ja dann noch nicht alles gewesen sein, oder? Sollen wir hier noch runtergehen? Sind wir ganz am Anfang, oder? Ich denke, hier müsste es eigentlich wieder rausgehen. Naja. Können wir nochmal saven. Wir wachsen immer wieder nach. Ich weiß nicht, ob wir dann... Aber er hat ja explizit gesagt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Hätte jetzt sein können, dass er irgendwie einen speziellen Gegenstand oder... Also, na... was man jetzt hier findet. Oder andererseits, dass es eine spezielle Angriffs- oder Waffenart gibt, mit der... oder Zauberart gibt, mit der man da durchkäme. Aber dann hätte ich nicht von Lester erwartet, dass er sagt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ne? Wir machen jetzt mal ganz rechts hier nochmal lang. Interessant. Geht's auch nicht rüber oder irgendwie. Also mehr geht bis hierhin erstmal nicht. Das ist offen. Links davon war, denke ich, dieses Mondding. Ich dachte, von hier oben gab es dann nur einen Weg. Aber ich habe auch irgendwas übersehen. Vielleicht doch mal wieder irgendwo was, alle Gegner besiegen und dann droppt irgendeine Spezialkiste. Okay, wir sind irgendwie voll geslowdown hier. Bloß weil der eine Text da stand? Oh. Ja, aus einem Grund ist mir das vorhin nicht aufgefallen, ne? Ah, na gut. Ja. Das ist erstmal in Ordnung. Das sieht wohl bossmäßig aus. Also hast auch du dir deine Hände mit Blut beschmiert. Julius. Schatten Julius. Ah, Julius Schatten, okay, andersherum. All das Blut, das an deinen Händen klebt, qualifiziert dich schon fast dazu, dich mir anzuschließen. Was sagst du? Willst du mit mir zusammen das Vandole-Imperium wieder aufbauen? Dieser Mann ist ja wahnsinnig. Das Vandole-Imperium? Warum willst du dieses abscheuliche Imperium wieder aufbauen? Abscheulich, was für ein Narr du doch bist. Der Schattenherrscher hat es weitaus besser begriffen als du. Was? Verdammt, eine Illusion.
stell dich der Wahrheit. Es liegt dir im Blut zu kämpfen. Ich werde dir noch genügend Gelegenheiten dazu bieten, Schattentor. Öffne dich und lass meine Diener passieren. Oh, okay, war jetzt nicht das Problem. Ah, okay, das war nur so ein kleiner Vorgeschmack hier wahrscheinlich. Bauchnabel reinhauen oder was? Ich würde halt mal vermuten, dass Schneiden da relativ gut ist, aber wenn wir auch was anderes benutzen können, können wir natürlich auch mal damit probieren. Kraft oben. Also. Ah, okay, vielleicht brauchen wir jetzt hier mal. Obwohl wir können ja auch Geisterbüsten. Was machen die? Belegen Feinde mit Statuseffekten, okay. Okay, dann gibt mir jetzt mal hier diese. Nervt natürlich ein wenig. Was können wir nicht von hier unten aus treffen? Offensichtlich ja. Okay, dann machen wir das doch auch so. Das ist ja wesentlich einfacher. Schießt noch keine Walnuss auf uns hier. Wir bleiben mal beim Heilen. Ah, okay. Eingewelkt. Haben wir nicht schon dich? Das ist doch ein Mana-Geist, wenn ich mich nicht irre. Wer? Palmeria. Ich bin Palmeria, ein Holzgeist. Aber ich bin keine Dünnbrettbohrerin, ehrlich. Ich hatte nicht so viel Glück in letzter Zeit. Ich muss mich etwas erholen. Jemand hat dir deine Kraft abgesaugt. Ich will zum Schloss Kranz, aber Ranken versperren mir den Weg. Kannst du mir weiterhelfen? Wenn ich irgendwas für euch tun kann, wäre es mir eine Freude. Ihr müsst da nicht so angewurzelt rumstehen. Okay. Ja, wir hatten. Achso, das wird mit dir wahrscheinlich erstmal dahin. Ist ja okay. Thank you.
Gegen dich ist das wahrscheinlich sogar effektiv, ne? Ja, dieser Bogen, nö. Auch nicht. Ach so, schlagen, ne? Ja. Genau, hier brauchen wir dich. Hier ist es. Oh, ich hoffe, ich schaffe es. Da hilft nur die Holzhammermethode. Danke, du warst uns eine große Hilfe. Entschuldigt, aber mehr kann ich nicht tun. Na, ich schätze, ich gehe dann jetzt. Aber ich werde für euch auf Holz klopfen. Wenn du glaubst, dass wir dich einfach so gehen lassen, bist du aber auf dem Holzweg. Wirklich? Ich kann mit euch mitkommen? Ich bin so froh. Ich dachte schon, ich müsste hier Wurzeln schlagen. Aber klar doch, so ein stämmiges Kerlchen wie dich können wir gut gebrauchen. Ich werde mein Bestes geben, auch wenn das nicht viel ist. Bitte lasst uns gehen. Es ist so kalt hier. Ich friere mir den Ast ab. Das ist auch mal solche Holzsprüche, gell? Jetzt aber auch nicht. Schatthanf, okay. Vielleicht noch eine goldene Statue.